Hat er sich bekannt mit einer von den Schreibern? In später dicke Jugend, zu gewähner Pose, einer Jacob Rosenberg, mir sind gewähner ganz nun, der hat mir, er hat ungeheuben Schreiben in bloß in Jiddisch, und er hat ausgegeben ein paar Bücher, Poesie und Prose, wie man sagt. Und hat bestimmt, als er mich schreiben Englisch und als er größere Eulen soll erkennen, umkommen zu sein. Und er hat mir geschickt, seine, wie er hat gegriffen, Midrashim, hat gegriffen, ihr kennt. In Kadima ist er gefunden, als sie will sehen, wo dort geschrieben. Mit ihm aber gerade ganz, ganz nunter Und wie ist er Scheiches. gewesen? Wie ist er gewesen persönlich? Wie? Als was für ein Als gewähner, eine von der Scheiches Pleite ist er gewesen. Und es gewesen ein Image, wo dort gehabt, wie man sagt, Talent, ein großes Talent. Und hat, wenn er hat ungeheuer zu schreiben in Englisch, hat er geschrieben, eine Sache gute Kritiken. Ein anderer, wo sich auch gekannt auf einem anderen Teil ist gewesen Shmuel Bennett. Er ist gewesen, er hat geschrieben für die Zeitung, für die jüdische Neues. Und er hat auch ein Stück jede Woche, oder gemacht jede Woche in schwarzem Wasser, hat es geheißen. Und in der größten Ofenzeitung, der englische Ofenzeitung, The Herald, ist gewesen auch ein Column in Black and White. Und er ist gewesen der Jüdische in Schwarz und Weiß. Und er hat, in der letzten Jugend hat er mit einem sehr interessanten Mann gesprochen, der Avraham Zicket hat er geheißen. Er ist ein durchgelebter Lodge Getter. Einer von den, wo so ein Mibbegeleib nicht kann sagen. Nur er ist gewesen einer. Also du gewesen in Australien, in Melbourne. Er hat übergesetzt dem Shmuel Bennett's Artikeln, der beste, wo so umgeschrieben wegen verschiedenen Sachen in Australien. Und das ist, und ich habe dem Schmuel Bennett gekannt und er hat mir gebeten, als ich so schreiben mal Vorwort. Und ich habe geschrieben zu seinem Buch.